Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit wir jeden Tag frisches Brot geniessen können, müssen andere früh aufstehen. Die erste Lieferung ist nämlich schon eingetroffen und die Gestelle aufgefüllt, wenn der Laden am Morgen aufmacht. Weil aber nicht nur die Frühaufsteher gerne frisches Brot essen, haben unsere Bäcker vorgesorgt. Mit einer zweiten Lieferung nach dem Mittag und mit Ausbachstellen direkt in den Läden, wo verschiedene Sorten laufend frisch backen oder rausbacken werden. Und das bis am Feuer oben. Wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen nachher in einem kleinen Film. Zuerst darf ich Ihnen aber unseren Studiogast vorstellen. Herzlich willkommen, Gustav. Merci, Marie. Merci. Hallo, Gustav. Salut, Pascal. Gustav, Bäcker sind Frühaufsteher. Wann hast du deine kreativen Einfälle? Ja, sicher nicht am Morgen. Es ist an jedem Zeitpunkt, an jedem Ort, überall. Aber am Morgen sicher nicht, nein. Und was läuft bei dir in nächster Zeit so? Im Oktober gehen wir für eine Woche auf Amsterdam, geben ein paar Konzerte. Wenn wir zurückkommen, gehen wir ins Studio und ein frisches Album aufnehmen, das Rosmarie's Bar würde heissen. Gustav, wir wünschen dir viel Erfolg. Zuerst aber viel Glück beim Kochen. Heute mit dem Andi Zaug, Inhaber und Küchenchef vom Restaurant zum alten Stefan in Solothurn. Grüß miteinander. Weit über die Region raus für seine Spitzengastronomie bekannt, hat das beliebte Gourmet-Restaurant 16 Go-Mio-Punkte und der renommierte Guide Michelin hat die Küche und den Service von Andi Zaug und seiner Frau Roberta mit einem der begehrten Sterne ausgezeichnet. Wir freuen uns, dass der Andi von jetzt an abwechslungsweise mit dem Armin bei uns im Studio das Go-Rezept der Woche präsentiert. Bitte Andi und Gustav. Heute kochen wir ein Rehgeschnetzel mit einer Apfelsidersauce. Drehschnitzeln, langs halbieren und in Streifen schneiden. Das gefrorene Fleisch natürlich zuerst auftauen. Gau, Andi? Richtig. Ein bisschen Galvados und Öl mischen, übers Fleisch geben und mindestens eine halbe Stunde ruhen. Während dieser Zeit den ungeschälten Äpfel in feine Scheiben schneiden und eine Schalotte fein hacken. Das Fleisch in Brotbutter sehr heiß anbraten, dann rausnehmen und an die Wärme stellen. Davon mit Äpfelwein ablöschen. Zimt dazugeben, 2-3 Gewürznelken, die Äpfelscheibchen beimischen und am Schluss noch die Eschalotte dazugeben. Und das Ganze ein wenig einkochen. Jetzt die Soße nach dem Rezept von der Coop-Zeitung fertig machen, das Fleisch beigeben, durchwärmen und mit Salz und Pfeffer würzen. Mit einem halben Äpfel und Preis und Beere garnieren und Spätzle dazu servieren. Ein guter miteinander! Danke, Gustav und Andi. Wie Sie gesehen und gehört haben, kommen wir jetzt zum Superspiel, offeriert von folgenden Sponsoren. V6 White Clean Mint Kaugummi, Kägi Toggenburger Waffeln, Waiello italienische Teigwaren, Coop Natura Plan Alptee und Pangasius Süßwasserfischfilet. Zuschauer hier im Studio haben ihre Karten schon ausgefüllt und ich bitte jetzt Gustav, eine zu ziehen. Das richtige Lösungswort, das ich hier natürlich nicht sagen darf, hat herausgefunden und gewöhnt an. Gutschein von 10'000 Superpunkten ist Colonna Tina. Herzliche Gratulation. Dankeschön. Mit diesem Gutschein können Sie sich eine wunderbare Prämie aus dem Superkatalog bestellen. Super. Vielen Dank. Ich darf mich bei allen fürs Mitmachen bedanken und natürlich ganz besonders bei dir, Gustav, mit dieser Aufmerksamkeit von unserer Blumenabteilung. Vielen Dank fürs Kommen. Auch Sie daheim können selbstverständlich noch mitmachen an der neuen Runde vom Supercard-Spiel. Gewinnen kann man einen Flug mit Malaysia Airlines nach Kuala Lumpur, 2 Übernachtungen im Hotel Marriott und 7 Tage Aufenthalt mit Halbpension im traumhaften Danyong Yara Ferienresort. Dazu gibt es 100 x 10'000 Superpunkte für die Superprämie. Das Mitmachen lohnt sich also. Jetzt zum versprochenen Film aus unserer Bäckerei. Ganz automatisch und aufs Gramm genau abgemessen werden die verschiedenen Zutaten gemischt, gerührt und zum Teig geknetet. Dann zu Gipfeli, Pariserbrot, zu Butterzöpfen oder zum beliebten Bagnolbrot geformt. Vieles ist hier noch Handarbeit, denn so etwas kann auch die beste Maschine nicht. Während Gipfeli oder auch Zöpfe tiefgekühlt und zum Abtransport in die Läden parat gemacht werden, kommt das Bagnolbrot schon mal zum Vorbacken in den Ofen. Wie wir am Anfang gesehen haben, muss es dann vom geschulten Personal in der Verkaufsstelle nur noch ganz kurz rausgebacken werden. Ähnlich wie sie es daheim mit den Frischbackwaren gewohnt sind.
Spanielbrot offerieren wir Ihnen diese Woche übrigens 50 Rappen günstiger. Läden, die noch keine Ausbachstelle haben, werden jetzt übrigens laufend damit ausgerüstet. Frisches Brot bis zum Feierabend soll ja nicht nur ein Versprechen bleiben. Das wäre es für heute. In einer Woche ist dann Zeit zum Setzen der Blumenzwiebeln. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Bevor ich mich verabschiede, hier noch der Wochenhit aus dem Coop-Restaurant. Hirschpfeffer, Spätzli und Röseliköl für 13.50 Franken. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.